In der zweiten Runde des SWM-Talentverstärkers gingen ausnahmsweise nur 4 Bands an den Start. Neben dem Einzug ins Finale am 26. Mai warteten am Ende dieser Vorentscheidung eine professionelle Studioproduktion und ein hochwertiges Gesangsmikrofon auf die Gewinner. Die meisten Bands haben allerdings diverse andere Gründe für ihre Teilnahme. Ganz klar, wir haben uns gedacht, zur Völkerverständigung, Halle Magdeburg, wir müssen einfach dazu beitragen, dass wir uns alle verstehen. Nein, das ist natürlich auch erstmal eine spannende Erfahrung, die wir hier sammeln können. Ja, auch ein Feedback zu bekommen von der Jury, auch das Publikum, wie kommt die Musik überhaupt an. Ja, und da bietet ja der SWM-Talentverstärker eine richtig solide Bühne. Auch die gute Organisation ist halt echt schön. Als wir uns gegründet haben, haben wir gesagt, wir spielen hier. Einfach um hier zu spielen, nicht um irgendwie was zu erreichen, und genau deswegen sind wir hier. Wir wollen den Verstärker gewinnen. Und wir wollen den Verstärker gewinnen. Ja. Was für einige Bands nur einer von vielen Gigs ist, ist für andere Neuland. Wie ist denn die Stimmung vor so einem Auftritt? Aufgeregt, aber jetzt so dolle, das kommt noch, glaube ich. Also wir können nicht für Anna sprechen, weil für uns sieht das ziemlich zittrig aus. Haben heute Abend einen geilen Auftritt, denke ich mal. Ziemlich sicher. Wir haben Spaß und Bock. Wir haben sehr gute Laune. Ja, also, und wenn nicht, dann kommt sie noch. Natürlich sind wir alle aufgeregt. Das ist auch normal und ich hoffe, das bleibt auch immer so, dass wir so einen gewissen Respekt vor der Bühne haben. Selbstbewusst und dynamisch starten Diepol an diesem Abend. Also, wir sind Diepol, wir kommen aus Magdeburg, wir machen, ja, Pangea-Rock. Pangea-Rock. Und uns gibt es so knapp ein halbes Jahr. Die junge Band hatte nicht viel Zeit zum Üben. Malle, Marco war jetzt seit 2 Wochen auf Mallorca. Wir haben nicht geprobt. Er hat auf dem Kissen geprobt, ja. Also, das zeigt schon mal Einsatz. Das Kissenschlagzeug. Ja. Und das merkt man auch heute Abend. Also, wir sind stets bemüht. Aber dafür wurde sie kräftig von ihren Fans und Freunden unterstützt. Wir haben nicht viele Freunde, aber alle, die wir haben, haben wir mitgebracht. Vor allem Siggi. Siggi, komm mal her. Komm her, Siggi. Er ist der Band-Motivator. Das ist unser Maskottchen. Siggi ist heute schon den ganzen Tag dabei und schleppt Verstärker, weil wir zu faul dazu sind. Ja, also wir sind die Bandreiche Söhne aus Halle. Wir sind heute hier trotzdem gut angekommen, also man hat uns hier reingelassen, das ist gut. Uns gibt es jetzt erst seit ein paar Monaten und genau, und seitdem machen wir Indie-Rock-Pop mit deutschen Texten und ein bisschen Spaß dabei. Uniformiert und mit witzigen Texten versuchen die reichen Söhne, ihrem selbsternannten Auftrag der Völkerverständigung gerecht zu werden. Dafür hatten sie entsprechenden Support dabei. Nee, aber wir haben tatsächlich nicht nur Hallenser-Leute dabei. Es sind auch nur 2, die aus Halle dabei sind. Aber wir haben auch sogar Leute aus Magdeburg aktivieren können. Sie wollten nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem Aussehen von sich überzeugen. Sieht man uns ja an. Also wir haben Klamotten an, die abgestimmt sind, haben uns schon mal viele Gedanken gemacht. Die Musik ist erstmal zweitrangig, es geht erstmal ums Aussehen. Das bringen wir mit. Und ansonsten sind wir vor allem auch heute da, um viele Likes zu bekommen. Ja, hi, wir sind Rakete Royal, wir machen Rockmusik. Uns gibt es in der Besetzung jetzt seit knapp über ein Jahr und wir kommen aus dem südlichen Sachsen-Anhalt an Laucha an der Unstrut. Sie haben nicht nur den weiten Weg nach Magdeburg auf sich genommen, sondern auch die richtige Vorbereitung getroffen. Wir haben geprobt. Ja, ganz wir klassisch. Proben, ja. Wir machen unsere Musik, das ist unsere Vorbereitung. Wir haben uns gestern nochmal angeschrien, das läuft dann. Und es lief auch. Trotz langer Anfahrt haben all ihre Fans mit ihnen gefeiert. Ja, 12. So, ganz treue Freunde, die dann sagen, wir kommen mit euch mit und wir unterstützen euch, und das ist echt super, dass sie auch den weiten Weg sagen, für uns kleinen Puper, will ich jetzt mal sagen, dass sie das mitmachen. Ne? Den Abschluss des Abends machten Planet Rockstar. Also wir sind Planet Rockstar, wir kommen aus Gardelegen und wir sind heute hier, um den allerersten Auftritt von uns in der Formation zu absolvieren. Ja. Sie möchten Publikum und Jury mit deutschsprachigem Punkrock mit Grunge-Elementen überzeugen. Dafür haben sie intensiv geprobt. Also ich kann von blutenden Fingern berichten, im Blasen an den Pfoten, üben. Sie hat nicht nur ihre Fans, sondern auch eine ganze Palette neue Songs im Gepäck. Also ich denke mal schon, das war ja heute Abend dann eben auch
für unsere Leute auch nochmal eine schöne Sache bieten können. Die hören ja dann auch die Songs auch zum ersten Mal, sind ja alles neue Titel. Insofern wird es spannend. Richtig spannend wurde es dann bei der Entscheidung. Von Indie-Rock über Pangea-Rock bis hin zu Punk-Rock war an diesem Abend alles dabei. Zwei der vier Bands hatten die Chance, vom Publikum bzw. einer fachkundigen Jury ins Finale gewotet zu werden. Zahlreiche Stimmen brachten den Publikumsliebling direkt ins Finale. Deepu. Also dafür, dass wir gedacht haben, uns kennt keine Sau, haben wir den Publikumspreis gewonnen. Keine Ahnung wie, wir wissen es nicht. Also ich finde, man muss echt sagen, wir haben echt unseren Heimvorteil so ein bisschen ausgespielt, weil ich fand die anderen Bands alle echt richtig, richtig geil. Die Jury war sich schnell einig und konnte ihren Favorit ebenfalls eine Runde weiterschicken. Reiche Söhne. Das war mega. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Also vor allem heute nicht. Wir kommen ja aus Halle und wir dachten, okay, die Magdeburger denken jetzt so, ja, die Hallenser, die können nichts. Und umso überraschender war es am Ende halt echt. Für das große Finale am 26. Mai fehlen also nur noch zwei Bands. Welche das sein werden, sehen wir in der nächsten Runde.